Hi, ich habe mich jetzt heute auch dazu entschieden, meine Eisback-Challenge zu machen und ich mache sie auf meinem Blog, weil ich das Thema halt einfach noch ein bisschen vertiefen wollte und euch im Vorhinein etwas darüber erzählen wollte, weil ich das Gefühl habe, dass dieser eigentliche Grund der Eisback-Challenge ein bisschen aus den Augen gerät. Und ja, deswegen schaut kurz, hört euch das eben an und danach gibt es meine Eisback-Challenge. ALS oder ALS ist die Abkürzung für die Amyotrophe Lateralsklerose und diese ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems. Degenerativ bedeutet so viel wie eingeschränkt, funktionseingeschränkt und es bezieht sich eben auf die Nerven, auf das Nervensystem. Wie schon gesagt, werden durch ALS die Nervenzellen eingeschränkt und somit auch die Nervenzellen, die für die Muskelbewegung verantwortlich sind. Und somit kann es dann zu zunehmender Muskelschwäche kommen, zu Muskelschwund, das heißt auch Lähmungen. Und Symptome sind dann meistens Schluck- und Sprechstörungen und außerdem auch Gehstörungen und eine eingeschränkte Koordination. Und wenn man das jetzt hört, kann man sich leicht vorstellen, dass das Überleben im täglichen Alltag wirklich sehr schwierig ist mit dieser Krankheit. Die Ursache ist bisher noch unbekannt. Es gab verschiedene Tests, es werden verschiedene Nachforschungen angestellt, aber ein klares Ergebnis ist bis zur Zeit noch nicht vorhanden. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ALS häufiger bei Männern auftritt als Frauen und die Infizierten befinden sich meistens im Alter von 50 bis 70 Jahren. Am häufigsten jedoch erkranken die Leute im Alter von 56 bis 58 Jahren. In Deutschland gibt es zurzeit ca. 8000 Menschen, die daran erkrankt sind und 2000 davon sterben ca. jährlich. Die Überlebenszeit ist unterschiedlich, meistens beträgt sie ca. 4 bis 5 Jahre, aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen. 10% zum Beispiel leben teilweise sogar länger als 10 Jahre und letztendlich liegt die Todesursache meistens an den Störungen der Atemfunktion, die ich auch schon bei den Symptomen erwähnt hatte. Behandeln kann man ALS nur schmerzlindernd mit Medikamenten, aber eine Heilung ist auch noch nicht in Sicht. Dafür werden noch viele verschiedene Förderungsmittel benötigt und hoffentlich wird durch diese Ice Bucket Challenge etwas bewegt und durch die Spenden können wir vielleicht einen großen Schritt in eine bessere Prüfungsphase, Forschungsstudien, vielleicht einiges besser finanzieren. Mich hat dieser ganze Hype um die ALS-Krankheit gepackt und ich habe mich dazu entschieden, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Und ich habe da etwas Interessantes gefunden, nämlich eine Studie, die besagt, dass Fußballer ein höheres Risiko haben, diese Krankheit, dieses Syndrom zu bekommen. Und das mit dem Beginn des 49. Lebensjahres. Los geht's! Kann ich gucken? Danke! Bitte! Gerne!